Der 90-90 oder 90-90-Sitz ist eine Mischung aus einer Dehnung für den Adduktoren, für den inneren Bereich der Hüfte und einer Aktivierung des Außenbereichs der Abduktoren der Hüfte. Wir zeigen, wie es geht. Die Startposition ist sitzend am Boden, wobei der Name kommt von dem Winkel in den Knien. Im Versuchen im Groben 90-Grad-Winkel in dem einen Bein und 90-Grad-Winkel am anderen Bein zu haben. Hier haben wir jetzt ein außen rotiert liegendes Bein und dort ein innen rotiert liegendes Bein. Wichtig dabei ist, ihr müsst nicht wirklich versuchen, die 90 Grad hinzubekommen. Wenn ihr so ungelenk seid, was nichts Negatives wäre, dass ihr 90 Grad Winkel gar nicht hinbekommt, ohne Krämpfe zu bekommen, dann winkelt die Beine weiter an, macht einen etwas spitzeren Winkel, sodass ihr in der Lage seid, zu sitzen zu bleiben für die Übung. Okay? Jetzt starten wir hier. Wir versuchen, das außen rotiert ablegende Knie so feste wie möglich aus eigener Kraft am Boden liegen zu lassen, also runterzudrücken. Während wir versuchen, das innen rotierte Knie jetzt zu heben, über den Fuß nach außen zu heben. Halten wir kurz an, wir versuchen wirklich, dieses Bein am Boden zu lassen, nicht mitheben zu lassen. Wir machen weiter, das Bein versuchen zu heben. Es kommt irgendwo hier ein Punkt, wo euer Körper euch das Gefühl gibt, hier geht es nicht weiter, irgendwas ist da im Weg. Versucht weiterzukommen und dann könnt ihr diesen Punkt auch überwinden. Es geht über diesen Punkt hinaus. Ihr versucht so weit wie möglich, das Bein zur Seite zu heben und das hier liegen zu lassen. Irgendwo kommt ihr an einen Punkt der Dehnbarkeitsgrenze, da geht es einfach nicht weiter, da kann ich dieses Bein nicht weiter rüber bewegen, ohne nicht das doch mitzunehmen. Wenn der Punkt erreicht ist, darf dieses Bein auf seinem Weg darüber das andere Bein mitziehen. Hier ist der Punkt erreicht, wir ziehen auf die andere Seite über, setzen dort wieder ab, haben wieder unseren 90-90, wieder den 90-90-Sitz und hier machen wir das Gleiche nochmal. Wir lassen jetzt das außennotierte Knie fester auf dem Boden liegen, das innennotierte Knie heben wir an, aus eigener Kraft versuchen, das andere liegen zu lassen, da kommt der Punkt, wo es nicht weitergehen zu scheint, wir gehen über den Punkt hinaus. Und wenn es nicht weiter rüber geht, ohne das Bein doch mitzuziehen, dann darf das Bein gehoben werden. Wir lassen es rüberziehen auf die andere Seite und wechseln da wieder rüber. Wichtig dabei ist, nicht einfach von links auf rechts rüberklappen lassen. Das wäre einfach eine Bewegung ohne Grenzbereich. Sondern wir versuchen ganz bewusst, durch Aktivierung der Hüftaußenseite das Bein zu heben und das andere Bein liegen zu lassen, sodass wir der Hüfte wieder Stress aussetzen und uns in diesem Stress versuchen zu bewegen. Wenn euch das grundsätzlich so anstrengend ist, fast unmöglich, aufrecht oder einigermaßen sitzen zu bleiben, ohne euch abzustützen dabei, dass die Bewegung fast gar nicht durchführbar wäre, dann dürft ihr natürlich die Hände hinter euch auf den Boden nehmen, um euch ein bisschen zu entlasten, sodass ihr euch auf die Hüfte mehr konzentrieren könnt. Wenn das bei euch aber funktioniert, nicht die Hände auf dem Boden, versucht aus eigener Kraft sitzen zu bleiben dabei.